In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Rutherford-Atommodell. Und dieses wurde im Jahre 1911 auf Basis des bis dahin von Naturwissenschaftlern erworbenen Wissens aufgestellt. So, zunächst sehen wir uns jedoch einige wichtige Grundlagen hierzu an. Und zwar hat man herausgefunden, dass es positive und negative Ladungen gibt. Gleiche Ladungen stoßen sich ab und ungleiche ziehen sich an. Der Engländer Thomson fand heraus, dass die negativ geladenen Elektronen Bestandteil von Materie sind. Und es wurde auch bekannt, dass Elektronen von einem Stoff zum anderen übergehen können. Hat ein Stoff nun einen Überschuss an Elektronen, so wirkt er nach außen hin negativ und der andere Stoff hingegen wirkt anschließend positiv. Von Natur aus sind Stoffe nach außen hin nicht geladen, man spricht dann von elektrisch neutral. Da man jedoch herausgefunden hatte, dass Atome negativ geladene Elektronen enthalten, stellt sich nun die Frage, wie kann das Atom mit einem negativen Ladungsteil insgesamt neutral sein? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, es muss irgendwo noch einen positiven Teil geben. Dem Franzosen Becquerel gelang es zudem im Jahre 1896, drei verschiedene Arten von Teilchen festzustellen. Er war Mitentdecker der natürlichen Radioaktivität und stellte fest, dass diese aus drei verschiedenen Teilchentypen bestehen. Der erste Teil wurde dabei von einer negativen Elektrode angezogen, musste also elektrisch positiv sein. Der zweite Teil wurde von der positiven Elektrode angezogen, musste also negativ sein. Bleibt noch der Teil, der gar nicht angezogen wurde und somit elektrisch neutral war. Diese drei Teilchenarten wurden dann mit Alpha-, Beta- und Gamma-Teilchen bezeichnet. Mit diesem Wissen führte nun Rutherford ein ganz wichtiges Experiment in den Naturwissenschaften durch. Und zwar hatte er eine extrem dünne Folie aus Gold zur Hand, so etwa 1000 Atomlagen dick. Und diese beschoss er mit Alpha-Teilchen und schaute, wie diese sich auf einem Filmstreifen hinter der Goldfolie verteilen. Und dabei erlebte er für ihn eine große Überraschung. Die meisten dieser Teilchen sind einfach ganz geradlinig durchgeflogen. Nur einige wenige wurden abgelenkt und landeten an ganz anderer Stelle auf dem Filmstreifen. Die Erklärung: Die Alpha-Teilchen wurden bei nahem Vorbeiflug abgelenkt und landeten an anderen Stellen des Filmstreifens. Bei einem Volltreffer werden die Alpha-Teilchen sogar reflektiert und fliegen in ganz andere Richtungen weiter. Das Ganze hier nochmal als Grafik. Also wir haben hier Alpha-Teilchen, die auf eine Goldfolie geschossen werden und die meisten sind einfach geradlinig durchgeflogen. Das heißt, die sind in diesem Atom nirgends aufgeschlagen und auch nirgends abgelenkt worden und einfach gerade durchgeflogen. Das war auch ein Hinweis darauf, dass das Atom aus ganz vielem leeren Raum bestehen würde. Ein paar wenige wurden dann abgelenkt und einige wenige wurden sogar reflektiert. Und daraus schloss man dann, dass das Atom weitestgehend ja, leer ist im Prinzip, sodass die Alpha-Teilchen einfach haben durchfliegen können, ohne dass sie irgendwo kollidiert sind oder abgelenkt wurden. Diese Erkenntnisse von Rutherford führten zu seinem Kernhüllemodell, welches den grundlegenden Aufbau eines Atoms erklärt. Und das besagt dann, dass ein Atom einen positiven Kern hat. Diese positiven Anteile bekamen den Namen Proton. Und um den Kern herum kreisen Elektronen auf Kreisbahnen und stellen damit also den negativ geladenen Teil des Atoms dar. Erscheint ein Atom nach außen hin elektrisch neutral, muss der Anteil an positiven und negativen Ladungen gleich groß sein. Auch wurde festgestellt, dass Elemente eine unterschiedliche Anzahl an Protonen aufweisen. Die unterschiedliche Protonenzahl wird auch als Kernladungszahl bezeichnet.
Auch stellte man fest, dass die für den Versuch verwendeten Alpha-Teilchen zwei Atomkerne des Heliums waren. Aufgrund der zweifachen Ladung war ein Rückschluss auf zwei Protonen möglich. Ihre experimentell ermittelte vierfache Masse, also im Vergleich zu einem Proton, deutete darauf hin, dass die Kerne neben den Protonen noch sogenannte Neutronen enthalten. Protonen und Neutronen werden zusammenfassend Nukleonen genannt.